Du interessierst dich für eine Umschulung als Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement? Du würdest gerne ein neues Kapitel in deinem Berufsleben aufschlagen? Verschiedene Gründe, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Krankheit, dein Alter oder aber auch der Wunsch, etwas Neues zu machen, was dich wirklich glücklich macht, führen dich gerade zum Thema Umschulung, nicht wahr? Dann kennst du bestimmt diese Fragen hier. Ja, wer bekommt denn überhaupt eine Umschulung? Und wann genehmigt das Arbeitsamt oder auch das Jobcenter eine Umschulung? Wie bekomme ich überhaupt eine Umschulung aus gesundheitlichen Gründen? Kann ich mit 40 oder 50 Jahren auch noch umschulen? Mein alter Beruf hat keine Zukunft. Kann ich deswegen umschulen? Welche Voraussetzungen brauche ich überhaupt, um eine Umschulung zu machen? Welcher Umschulungsberuf ist denn derzeit gefragt und welcher ist überhaupt der richtige für mich? Wie viel Geld bekommt man da überhaupt während einer Umschulung? Welcher Träger ist denn überhaupt geeignet für mich? Aber Achtung, ich würde dich jetzt bitten, mir noch einige Minuten weiter zuzuhören, damit du keine wertvolle Information verpasst. Hi, mein Name ist Carsten Lauscher und ich stand damals da, wo du jetzt stehst. Ich kenne deine Situation ganz genau. Vor allen Dingen diese vielen Fragen, die man sich stellt und auf die man nicht immer Antworten direkt hat. Ich habe damals selbst eine Umschulung gemacht und heute arbeite ich beruflich in diesem Bereich. Glaube mir, es gibt dort viele Dinge, die man kennen und verstehen muss, damit man am Ende nicht die drei großen Fehler macht, die leider 8 von 10 Menschen beim Thema Umschulung machen. Aufgrund meiner Tätigkeit im Bereich Umschulung weiß ich jetzt also ganz genau, was wir tun müssen, damit auch deine Umschulung ein großer Erfolg wird. Auch ich kenne deine ganzen Sorgen und Nöte, die du haben wirst, während du eine Umschulung absolvierst, weil ich sie selbst damals so erlebt habe. So schön sich das ganze Thema Umschulung auch anhört, es gibt aber einige Fragen und Probleme, die wir miteinander klären müssen. Denn ich möchte, dass du am Ende des Tages den richtigen Start in deinem Berufsleben hast. Und genau deswegen bin ich jetzt hier bei dir. Du bekommst von mir jetzt 100% praxiserprobtes Fachwissen für deine Umschulung. Kein Blabla, sondern direkt auf den Punkt, damit du Klarheit hast, was auf dich zukommt. Ich führe dich durch das ganze Thema Umschulung von A bis Z. Hast du da Bock drauf? Ja, klar. Also, dann lass uns beginnen. Ja, was macht denn überhaupt eine Kauffrau für Büromanagement? Du kannst in nahezu allen kaufmännischen Bereichen in jedem Unternehmen eingesetzt werden. Du brauchst jemanden, der den Laden zusammenhält und gut organisiert. Du bist die gute Fee, wenn wer anruft. Du bist für das Unternehmen eine Stimme. Egal, Partner, Kunden, wie auch immer. Thema Computer. Der Computer ist deine Arbeitsmaschine. Rechnungen, Angebote, E-Mails. All das ist dein täglich Brot. Thema Empfang. Wer zur Firma kommt, wird dich in erster Instanz sehen. Du repräsentierst die Firma. Thema Kunden. Du bist mit jedem Kunden, egal ob es ein leichter oder ein schwerer Kunde ist, bist du gut. Du löst jedes Problem von deinen Kunden. Thema Rechnung. Du wirst natürlich die ganze Kasse überwachen. Du wirst gucken, dass die Mäuse rein und in der Wirklichkeit nicht rausgehen. Ja, jetzt haben wir erstmal das Berufsbild kennengelernt. Kommen wir jetzt mal zur Praxis und wie dieser Beruf in einer Umschulung so abläuft. Du kannst deine Umschulung als Kauffrau für Büromanagement entweder Vollzeit oder in Teilzeit absolvieren. In Vollzeit sind es 22 Monate und in Teilzeit 34 Monate. Teilzeit ist zum Beispiel geeignet, wenn du jetzt zum Beispiel noch ein Kind zu Hause hast oder du pflegst vielleicht deine Eltern. Oder aber du möchtest die ganze Sache auch ein bisschen langsamer angehen. In dieser schulischen Umschulung musst du dir das so vorstellen, dass du in den 16-28 Monaten die gesamte Theorie lernst. Und du hast 6 Monate Praktikum in den Ausbildungsbetrieben der Region. Wichtig ist auch, dass du weißt, dass diese Umschulung natürlich auch einige Voraussetzungen braucht, damit du später mit viel Liebe und Leidenschaft in diesem Beruf arbeiten kannst. Du solltest sehr gut organisieren können, du solltest sehr kommunikativ sein, du solltest sehr sorgfältig und strukturiert arbeiten. Du solltest die gute PC-Kenntnisse haben, du solltest natürlich auch die gute Fee des Hauses sein am Ende des Tages. Ja.
Viel wichtiger ist aber deine Motivation. Du kannst alles schaffen, was du dir vornimmst. Deine Träume haben keine Grenzen. Du kannst grundsätzlich alles lernen, wenn du das möchtest. Also, du würdest gerne eine erfolgreiche Umschulung machen, danach richtig durchstarten. Du möchtest dir endlich deinen Traum erfüllen, einen neuen Beruf zu erlernen. Du möchtest endlich mit viel Freude und Leidenschaft in deinem neuen Beruf arbeiten. Du möchtest endlich in deinem Berufsleben ankommen und die Anerkennung im Leben erfahren, die du wirklich verdienst. Sehr gut. Dann hast du mich jetzt als deinen persönlichen Begleiter in dieser Angelegenheit. Was du jetzt bitte tust, damit es für dich und uns weitergeht, klicke jetzt bitte auf den Link in diesem Video oder in der Infobox. Danach werden wir noch einige Fragen miteinander klären. Wir werden die drei großen Fehler besprechen, die die Menschen beim Thema Umschulung machen. Wir werden aber auch die drei großen Säulen einer Umschulung besprechen. Wir werden dann aber auch noch einige andere wichtige Fragen klären, die für deine Umschulung jetzt wichtig sind. Also, jetzt bitte den Link klicken. Ich freue mich riesig auf dich. Bis gleich. Entscheidung, Erfolg.